Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und das hier sind ganz, ganz schön viele Produkte. Ich habe den ganzen Korb voll, ich habe hier noch an der Seite etwas. Eigentlich wollte ich das in mehrere Teile machen, aber dann habe ich mich dagegen entschieden und somit habt ihr hier auch jede Menge zu sehen. Ich würde euch auf jeden Fall raten, dieses Video nur dann zu gucken, wenn ihr wirklich viel Zeit habt. Ja, macht es euch gemütlich. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Video. Ich wollte das ursprünglich auch so machen, dass ihr jetzt nicht unbedingt meine Hände seht, sondern auch mich live in Natura. Es ist für mich manchmal echt ein bisschen schwierig, euch so einen vollen Content zu zeigen, wo ihr mich auch seht, wo ihr mich dann halt eben auch die Sachen benutzen seht zum Teil. Einfach weil bei mir ist alles so hektisch. Ich muss die komplette Woche arbeiten, also ich arbeite Vollzeit. Und wenn ich dann mal halt so einen freien Tag habe, dann ist er meistens halt vollgestopft mit irgendwelchen Arztterminen oder sonst dergleichen. Und am Wochenende will ich mich jetzt nicht unbedingt schminken und dann irgendwelche Videos drehen. Das ist dann für mich dann eher so, so Tage, wo ich nichts mache, wo ich mich nicht schminke und einfach nur in meinen Kuschelklamotten mich aufs Sofa schmeiße und dann wirklich gar nichts mache. Und ja, ich sitze ja auch hier schon. Wir haben jetzt so 20 nach 6. Ich schon eigentlich schon fast bettfertig in meinem Kuschel-Sweatshirt, frisch aus der Badewanne und habe mir hier so einen Tee gemacht. Das ist übrigens der hier. Mit Milch. Ich trinke mittlerweile sehr, sehr viele Tees mit Milch und ja, probiert es mal aus. Es klingt zwar total eklig, aber eigentlich schmeckt es richtig gut. Und ja, auch dieser Tee schmeckt mit Milch. Ja, kann man machen. Ja. Genau. Daher werdet ihr wieder nur meine Hände sehen. Aber ich muss sagen, ich habe einige von diesen Sachen auch schon benutzt, die sind in Gebrauch und ich habe auch schon eine Meinung dazu und ich will da jetzt nichts drum herum erzählen, aber es tut mir immer so ein bisschen weh, euch das nicht zeigen, richtig zeigen zu können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich musste das auch unbedingt abfilmen. Ich musste das unbedingt drehen, weil gerade so bei diesen Limited Editions, ihr wisst, wie das funktioniert. Die sind immer so schnell weg und man kriegt die Sachen einfach nicht mehr. Und bevor das passiert, möchte ich euch einfach die Sachen zeigen, die ich geshoppt habe und die ihr dann auch eventuell nachkaufen könnt. Auch gerade so in der Black Week. Na? So. Ich werde das hier jetzt mal beiseite stellen und einfach mal in dieses Körbchen reingreifen und mir einfach irgendwas schnappen. Ich denke, ich starte aber mit meinem Star dieses Hauls. Der aktuelle Star meines Hauls ist diese Palette hier. Ich habe das erste Mal bei Notino bestellt und eigentlich aus einem anderen Grund. Aber ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und habe geguckt, okay, was könnte ich denn zusätzlich zu den Produkten, die ich eigentlich shoppen wollte, noch mit in den Warenkorb tun kann. Und das war diese Palette. Die ist von Moor Makeup Academy. Ich habe von dieser Marke noch nie was gehört, aber die scheint schon eine Weile auf dem Markt zu sein. Das ist eine Drogeriemarke, aber so viel ich verstanden habe, aus Großbritannien. Und das ist eine Marke, die auch verschiedene Produkte anbietet. Unter anderem auch Lidschattenpaletten. Und ich hatte jetzt nicht so die große Erwartung an die Qualität, denn diese Palette, die hat noch nicht mal 10 Euro gekostet. Also die war unter 10 Euro. Ich habe noch eine andere Palette bestellt und hatte jetzt nicht so die Erwartung an diese Palette. Mich hat die Color Story auf jeden Fall angesprochen. Und dann war sie hier und dann habe ich sie geswatcht und war sprachlos. Ich war sprachlos, weil die Qualität von diesen Lidschatten, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Die Palette kommt in einer sehr recycelbaren Verpackung. Wir haben hier keinen Spiegel, das kann man hier sogar nachlesen. Wir haben keinen Magnet. Die Palette wird mit so einem Dupsi hier gehalten. Und deswegen, ich wollte es eigentlich ursprünglich abmachen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, sonst hätte ich die Palette nämlich nicht schließen können. Und man kann die Lidschatten tatsächlich auch austauschen, man kann andere reinmachen. Es war noch eine andere Palette, also es waren noch mehrere Paletten, aber in dieser Art gab es noch eine andere. Die war aber nicht lieferbar. Ich habe mich jetzt mal auf die Merkliste gesetzt für diese Palette, weil ich sie unbedingt haben möchte. Ich war deshalb so schockiert, weil ich mit dieser Qualität nicht gerechnet habe. Die Textur ist so weich. Wir haben hier auch einen Duochrom, den habe ich letztens getragen. Diesen, man könnte meinen, das wäre so ein Pressed Glitter, ist aber von der Textur her relativ weich und das sollte man auf jeden Fall eher mit dem Finger auftragen. Aber ich dachte, wow, was habe ich denn hier? Habe ich hier eine Anastasia Beverly Hills Palette? Damit hatte ich echt, ich war baff, ich wollte euch auf jeden Fall das hier nicht vorenthalten. Und ich habe dann ein Video gesehen zu dieser Marke. Eine YouTuberin hat die vorgestellt und hat auch gemeint, dass die Paletten, die sie in dieser Plastikverpackungen haben, dass die von der Qualität sogar noch besser sein sollen als diese hier. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Das sind eigentlich mehr so Neutral-Paletten, also jetzt nicht unbedingt farbig, aber ich möchte die auf jeden Fall ausprobieren. Da war ich schon, ich war geschockt. Ich war wirklich, wirklich schockiert. Schockiert. Es ist eine schöne Palette. Die Farben sind super. Man kann sie wunderbar miteinander kombinieren. Man kann direkt einen Look damit schminken, ohne sich großartig zu überlegen, oh, was passt mit was zusammen. Also richtig, richtig schöne Palette. Dann haben wir dieses kleine Schätzelein und ich fand es so mega traurig, dass diese LE von Essence direkt weg war. Ich hatte noch nicht mal den kompletten Aufsteller gesehen, als ich im DM war. Das war schon so abgegrast. Und das hier war natürlich auch nicht da. Das war eigentlich das Produkt, was ich unbedingt haben wollte. Das ist ja ein Lip Balm in der Form von diesem kleinen Reh, Elch, was auch immer. Und das soll so ein Makaron darstellen. Und das war, wie gesagt, das einzige Produkt, was ich haben wollte. Und so sieht das aus. Ich habe es bei, oh Gott, lasst mich nicht lügen. Ich meine, ich habe es bei Rossmann im Online-Shop jetzt bestellt, nachdem die das jetzt wieder reingenommen haben oder das erste Mal reingenommen haben. Und da habe ich direkt zugeschlagen, weil ich genau wusste, das bleibt nicht lange dort, ne? Also das geht super schnell weg. Es riecht. Also, wenn ihr Produkte haben möchtet oder darauf achten möchtet, dass die Produkte nicht parfümiert sind, dann seid ihr mit dem hier auf jeden Fall nicht gut bedient. Es riecht. Zuerst dachte ich, es riecht nach einem Keks. Jetzt muss ich sagen, es riecht nach diesen Karamellbonbons. Aber nicht diese harten Karamellbonbons, sondern eher so diese etwas softeren. Wisst ihr, was ich meine? Mich stört tatsächlich der Geruch etwas, weil ich Lip Balms eher mit einem fruchtigen oder vielleicht auch mit so einem floralen Duft eher mag. Das macht jetzt aber nichts. Ich mag Lip Balms und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich das jetzt mal leer habe, werde ich das auf jeden Fall behalten. Ich werde es nicht wegwerfen. Ich werde es so als kleine Weihnachtsdeko benutzen. Das darf auf jeden Fall rein von der Verpackung bei mir bleiben. Ich finde das einfach so mega süß. Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann man so in die Tasche werfen und hat den dann in der Weihnachtszeit immer mit dabei. Finde ich echt niedlich. So, etwas, was ein bisschen hochpreisiger war, das habe ich bei Müller, glaube ich, gekauft. Einfach aus einer Laune heraus und auch, weil ich mir etwas gönnen wollte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war nach der Arbeit oder so. Das ist ja mein Lieblingsparfüm. Und dazu gibt es auch dieses
Duschgel, das Gucci Guilty. Ich werde euch die Zusammenstellung dieses Parfüms hier nochmal einblenden, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, ich muss aber dazu sagen, dass das Duschgel ein bisschen anders riecht als das Parfüm selbst. Damit hatte ich eigentlich auch gerechnet, aber wenn ihr das nicht mögt, dann solltet ihr euch das nicht holen. Nach wie vor mag ich aber den Duft sehr gern. Ich habe es heute wieder benutzt. Insgesamt habe ich es jetzt dreimal oder so verwendet. Normalerweise benutze ich keine Duschgels, die parfümiert sind. Ich habe eins, was unparfümiert ist. Und dann, das ist mein Hauptduschgel, was ich auch immer wieder nachkaufe. Aber so ab und zu mal gönne ich mir was in dieser Richtung. Einfach, um mir was Gutes zu tun, um abzuschalten, um es mir einfach gut gehen zu lassen, ja. Und daher habe ich mir das hier gegönnt und genieße es in jeder Sekunde, einfach weil ich den Duft so gerne mag. Ich mag einfach den Duft so gerne. Ja. Also das hier ist bei mir schon in Gebrauch. Was noch gar nicht benutzt wurde, ist diese True Skin Foundation von Catrice in der Farbe Neutral Ivory. Das ist die hellste Farbe. Ich bin eigentlich nicht neutral vom Hautunterton. Ich bin eigentlich eher kühl. Aber ich habe mir ja letztens den Concealer gekauft davon und fand die Farbe eigentlich recht passend. Nur mit dem Concealer an sich war ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Der ist mir ein bisschen zu dunkel unter den Augen und auch ein bisschen zu trocken. Der setzt sich jetzt so in einige meiner Fältchen rein, was ich nicht so gerne mag. Aber ich habe versucht, das als Foundation zu benutzen und da fand ich es wiederum sehr, sehr schön. Ich habe es dann mit einem etwas feuchtigkeitsspendenden Primer benutzt. Und so habe ich verhindert, dass sich das Produkt zu trocken auf meiner Haut angefühlt hat. Denn von der Textur her haben wir hier einmal eine sehr deckende Foundation. Und da sieht es mit so einem Primer wesentlich ausgeebneter aus. Ich bin mal gespannt auf diese Foundation. Ich habe sie noch gar nicht benutzt. Ich möchte erstmal den Concealer aufbrauchen und dann mich an dieses Fläschchen hier ranwagen. Catrice hat mich ja mit seinen bisherigen Foundations eigentlich eher enttäuscht. Ich hatte zwei verschiedene. Die waren leider nichts für mich. Die haben weder von der Textur zu meiner Haut gepasst, noch haben sie von der Farbe zu meiner Haut gepasst. Und da musste ich das aussortieren. Und ich hoffe, dass ich hiermit glücklicher werde. Ich hatte euch ja gerade eben von einem feuchtigkeitsspendenden Primer berichtet und hier haben wir einmal den, den ich gekauft habe von Belle, den Moisturizing Primer. Den benutze ich sehr gerne. Es fühlt sich an wie so eine schöne Feuchtigkeitscreme, nicht zu schwer, lässt sich gut verteilen und ja, ich bin mit dem Produkt auf jeden Fall zufrieden. Und wie ich euch schon gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen, könnte ein richtiges gutes Match sein. Das ist jetzt schon der dritte Primer oder der vierte Primer, den ich schon von dieser Marke habe. Und ihr wisst ja, die Marke ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste sehr, sehr weit oben, was die Produkte betrifft. Ich habe mir ein weiteres Produkt gekauft von Belle und zwar ist das dieses Ideal Skin Loose Powder. Das ist ein Setting-Puder. Ich bin jetzt nicht so der Freund von der Verpackung, bin ich ganz ehrlich. Ich mag das nicht. Wir haben hier einen Deckel, der relativ tief ist. Wir haben hier eine Quaste und ich zeige euch mal, was ich an dem Produkt nicht mag. Und zwar ist das dieses Puder, was hier ehrlich gesagt, es ist eine einzige Sauerei. Wenn das hier rumschwirrt, ich mache das immer so, dass ich das Produkt quasi hier reinschütte, das, was ich benötige, und dann mit dem Pinsel hier im Deckel rumwirble. Es ist aber nach wie vor eine Sauerei. Ich habe das Produkt jetzt schon benutzt.
Bin von dem Ergebnis allerdings nicht ganz so zufrieden. Das Puder ist nicht sehr fein. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen nicht unbedingt gröber von der Textur her, sondern eher so, dass es irgendwie zusammenklumpt. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es sehr schwer beschreiben. Auf der Haut, muss ich sagen, hat es jetzt nicht so guten Job gemacht. Das hat meine Foundation jetzt nicht unbedingt so großartig fixiert. Ich muss es weiter testen. Also ich habe es nicht genug getestet, um zu sagen, dass es mir gefällt oder dass es mir nicht gefällt. Außer die Verpackung kann ich jetzt noch nicht so wirklich viel dazu sagen zu diesem Produkt. Aus der gleichen Limited Edition haben wir hier einmal die Extreme Mascara. Kam halt zur selben Zeit raus, zusammen mit anderen Produkten für die Augen und ein Liquid Blush, meine ich, und ein Highlighter, glaube ich. Aber ich bin ja nicht so der Fan von flüssigen Teint-Produkten. Ich hätte es eigentlich ahnen sollen, weil Gummibürsten sind für meine Wimpern eigentlich nicht so wirklich geeignet. Und diese Mascara, die habe ich jetzt an meinem Mini-Shopmeister jetzt drin gehabt, eine Woche lang, und habe sie halt öfters aufgetragen. Sie klumpt nicht, sie schmiert nicht, sie lässt sich gut mit Wasser abwaschen. Das sind alles so Vorzüge, die ich auf jeden Fall schätze, aber sie ist keine Volumenmascara. Sie ist eigentlich eher eine Mascara, mit der man die Wimpern schön verlängern kann. Das ist ein Pluspunkt. Die erinnert mich so ein bisschen an diese May war das Maybelline Sensational Dingsbums. Die war so ähnlich. Also, wenn ihr eine etwas günstigere Variante sucht, denke ich, werdet ihr damit auf jeden Fall glücklich sein. Ich habe ganz, ganz viele Produkte von Rival de Loup und Rival Loves Me geshoppt. Also ihr werdet hier sehr, sehr viele Sachen sehen. Ich konnte nicht wirklich dran vorbei. Wir haben hier auch LE-Zeit. Also was kann ich dafür, wenn die ganze vier LEs rausbringen? Das ist der Wahnsinn, was die da alles so für Neuheiten uns präsentiert haben. Ich habe einmal aus der Glossy Flames Limited Edition einmal den Blurry Make-up Primer mir geholt. Das ist eine kleine Tube, ist also nicht so wirklich viel drin. Ich muss aber sagen, ich mag den total gerne. Ich mag den wirklich gerne. Ich habe ja von Catrice und von NYX eher diesen auch so einen Silikon Primer, der auch blurry sein soll. Was ich aber bei dem Produkt sehr gut finde, ist, dass er flüssiger ist, dass er nicht so trocken ist. Ich hatte immer das Problem mit dem von Catrice und dem von NYX, die ja sehr ähnlich sind von der Textur her. Die sind alle so mega trocken. Und das hier funktioniert ähnlich, aber ist so zart auf der Haut. Oh mein Gott. Ich liebe den. Ich hoffe, dass sie den ins Standardsortiment holen, weil den hier würde ich sofort nachkaufen. Ich muss sagen, dass er eher gut funktioniert mit Foundations, die eher etwas flüssiger sind. Weil auf einer Foundation, die von der Textur her eher trocken ist, wird auch das Ergebnis recht trocken. Zumindest auf meiner Haut. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Häutchen aussieht. Ich kann nur für mich sprechen, dass ich diesen Primer wirklich nur mit meiner Foundation von Belle nutze, entweder der Aqua Jelly Foundation oder mit der Matte and Soft Foundation, weil damit funktioniert das Ganze richtig, richtig gut und ich bevorzuge das Ergebnis tatsächlich auch eher als mit meinem Glow Primer, zumindest wenn ich Sonnenschutz darunter trage, was immer so ein bisschen schwierig ist bei mir, glaube ich. Wenn ich Sonnenschutz auftrage, dann habe ich immer das Problem, dass meine
Foundations so nach und nach immer so ein bisschen cakey werden und das mag ich nicht. Also, das hat auf jeden Fall den Test bestanden, ne? Wir kommen zu weiteren Primern von. Ups. Einmal von Rival Loves Me aus dem Standardsortiment und Rival The Loop aus dem Standardsortiment. Wir haben hier einmal den Oil Control Matting Fine Primer. So etwas hatte ich ja bereits von. Na, sage mal. Isadora. Hat ja lang genug gedauert. Von Isadora. Und hier haben wir einen Primer, der jetzt nicht unbedingt gelartig ist. Also es fühlt sich an wie so eine schöne zarte Creme. Was ich allerdings an diesem Primer nicht mag, ist der Geruch. Die sind parfümiert. Das hier ist nicht parfümiert. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Ich hoffe es. Genau, also das hier ist parfümiert. Es riecht wie eine Handcreme. So fühlt sich das an. Also so kommt es mir vor, wie eine Handcreme. Es ist ein bisschen klebrig, was aber nicht schlimm ist, denn genau das soll ja ein Primer haben, dass es so ein bisschen klebrig ist und dadurch die Foundation halt ein bisschen festigen kann. Ich habe das noch gar nicht benutzt. Ich habe das bei Rossmann im Online-Shop bestellt, genauso wie diesen Primer. Die Whipped Cream mit Shea Butter. Und das soll auch hier die Haut eher mit so Feuchtigkeit versorgen. Wir haben hier eine Textur, die tatsächlich Schlagsahne sehr ähnelt. Und eine eher etwas festere Textur, wie eben gerade bei dem anderen Primer. Der Duft hier ist echt extrem, muss ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch auf dem Gesicht bleibt. Das mag ich nicht. Ich finde sie extremer. Es riecht wie eine Bodylotion. Kommt es mir jetzt vor? Mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. Da muss ich mich aussetzen. Also wenn sie mich überzeugen, dann bleiben sie. Wenn sie mich nicht überzeugen, dann holla die Waldfee, bye. Ich muss jetzt mal kurz was trinken, weil ich das Gefühl habe, dass meine Kehle vom vielen Reden schon wieder total trocken ist. Machen wir weiter mit Parfüm. Ich habe auch das erste Mal bei Flaconi bestellt und hatte mir das hier einmal in den Warenkorb getan. Dieses Parfüm stand lange auf meiner Wunschliste und dann hatte ich einfach die Gelegenheit genutzt und habe eine Bestellung getätigt. Das ist einmal von Une Nuit Cap, keine Ahnung, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, es ist halt Französisch. Love at First Sight. Die Zusammensetzung hat Fliederduft versprochen und wie ihr wisst, bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach einem schönen Parfüm, das nach Flieder riecht. Und bisher bin ich leider noch nicht so wirklich fündig geworden, denn auch mit diesem Parfüm muss ich sagen, war das ein Griff ins Klo. Wirklich ein Griff ins Klo. Also das Parfüm kam an. Ich habe es auf ein Taschentuch gesprüht. Und dachte zuerst, okay, gut, so also die Kopfnote ist nicht schlecht, ist aber auch nicht so wirklich mein Favorit. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und habe geschaut, ob der Fliederduft rauskommt. Hat er nicht getan. Das Parfüm roch sehr stark für mich persönlich nach schweren Blüten wie Maiglöckchen oder Jasmin, die sind ja alle so ein bisschen schwerer und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich muss sagen, dieses Parfüm würde ich eher an einer französischen Omi sehen oder riechen, die in einer Boutique shoppen geht. So kommt mir dieser Duft vor. Es ist kein Duft, den ich jüngeren Damen empfehlen würde. Es ist definitiv ein Duft, der ein bisschen altbacken ist. Normalerweise bin ich nicht negativ eingestellt bei Parfüms. Ich mag auch gerne Düfte, die nicht unbedingt meine Zielgruppe
meiner Zielgruppe entsprechend sind. Aber bei dem hier war das das erste Mal, dass ich richtig gemeckert habe. Vom Flieder keine Spur, zumindest nicht für meine Nase. Es gibt definitiv Bewertungen von Käufern, die dieses Parfüm auf jeden Fall lieben. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich ein Parfüm so gar nicht benutzen würde. Es wird also direkt aussortiert. Ich habe es kein einziges Mal getragen und werde es auf jeden Fall niemandem zumuten, denn es ist ein sehr penetranter Duft. Also werde ich es meiner Umgebung ersparen und werde dieses Parfüm jetzt aussortieren. Schade, schade, sehr, sehr schade. Aber ja, wenn man blind Parfüms bestellt, muss man damit rechnen, man auch einen Griff ins Klo zu haben. Dann ist meine Art Deco Wimperntusche in Blau. Die ist jetzt so langsam eingetrocknet. Es wird immer schwerer, die Wimpern zu tuschen. Daher habe ich Ersatz besorgt. Ich habe noch eine von Make-up Factory. Die ist ebenfalls blau. Die ähnelt vom Farbton sehr der von Art Deco, dieser Angel Eyes Mascara in Blau. Allerdings gefällt mir da die Bürste nicht so. Und da habe ich mir jetzt diese geholt. Die habe ich noch gar nicht getestet. Von Trended Up. Habe ich einfach in der Theke gesehen. Okay, gut, wusste ich nicht. Finde ich cool. Finde ich auch die Bürste cool. Solche Bürsten mag ich super gerne. Ich habe ja auch die andere von Trended Up, diese orangene Mascara. Mit der bin ich echt super zufrieden und freue mich auf jeden Fall auf diese Mascara. Und ja, wir werden es sehen. Also ich persönlich liebe blaue Mascara. Ich finde, die macht einen richtig schönen Effekt mit. Gerade auch wenn ihr Lidschatten auftragt, bei dem diese Mascara das Ganze noch so ein bisschen aufpeppt. Wisst ihr, was ich meine? So richtig schön nochmal hervorhebt und besonders macht. Ich glaube, nicht viele tragen blaue Mascara. Manchmal sieht sie auch in einem schlechten Licht auch eher schwarz als blau aus. Ich habe mir jetzt extra eine Brille bestellt ohne einen Blaufilter, damit man die Mascara ein bisschen besser sieht. Ja, mal gucken. Dann haben wir wieder was zum Baden und zwar einmal von Isana Badekristall Traumzeit mit Lavendelöl und Vanilleextrakt entspannt und verwöhnt. Ja, ich hatte eine Rossmann-Bestellung getätigt und fand, jetzt wegen einem oder zwei Artikel da zu bestellen, macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Deswegen dachte ich, okay, ich packe das jetzt einfach mit rein. Ich mag die Verpackung. Ich finde die total romantisch mit diesem Mond und diesem Wasser hier. Normalerweise ist Lavendel vom Duft her nicht wirklich meins. Man riecht ihn auf jeden Fall raus. Man riecht die Vanille raus. Ja, werde ich mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Ja, aber das ist jetzt auch eher etwas, was ich nicht so oft benutze. Das ist dann auch für mich so eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Und ja, ab und zu darf es mal sein. Dann habe ich mir zwei Fixing-Sprays bestellt. Und zwar einmal von Essence, das Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Das ist ohne Alkohol und ölfrei. Ohne Alkohol ist natürlich so, dass also viele Fixing Sprays enthalten Alkohol. Alkohol soll ja das Ganze auch das Make-up fixieren. Dazu ist es halt auch unter Umständen auch da. Dieses hier kommt jetzt ohne. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja das andere von Essence mir vor kurzem zugelegt. Das ist auch schon in Gebrauch und damit bin ich jetzt zufrieden. Ich guck mal, weil welches mir besser gefällt, welches mehr in meinen Augen mehr Sinn macht. Und ja, also freue ich mich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Dann habe ich noch eins von Belle gesehen, das Prime and Fix Longwear Spray. Das kommt ebenfalls ohne Alkohol, meine ich, habe ich gesehen. Nö, kein Alkohol in Sicht. Die Zusammensetzung ähnelt so ein bisschen der von Essence. Und
Ja, bin ich auch super, super gespannt, wie das hier funktionieren soll. Ja, schauen wir mal und vergleichen wir. Dann kommen wir zu zwei Concealern. Ich habe mir einmal diesen gehypten Concealer bestellt. Nicht bestellt, sondern gekauft direkt aus der Theke. Trended Up Coverage Concealer. Und ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Ich habe ihn hier in der Farbe 010. Ich meine, das ist der hellste Concealer. Der ist mir unter den Augen trotz allem so ein bisschen zu dunkel. Er ist auf jeden Fall heller als der von Catrice. Das hat mich überrascht, weil die, wenn man sie so nebeneinander hält, sind die von der Farbe her eher so, dass das hier dunkler ist, dunkler erscheint. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, aber ja. Aber was ich bei dem hier sehr, sehr schön finde, der ähnelt so ein bisschen dem Concealer von Belle, den ich sehr, sehr gerne nutze und den ich jetzt schon nachgekauft habe. Und der deckt hier aber ein bisschen mehr ab. Also der von Trended Up ist ein bisschen deckender, gerade wenn ihr Augenringe habt und so weiter. Ich denke, der macht auf jeden Fall einen besseren Job, was das angeht. Ich mag persönlich den von Belle ein Tick weit mehr, einfach weil der heller ist. Ich mag ja gerne Concealer, die halt heller als meine Foundation sind. Dadurch ergibt das einen wachen Effekt, dass ihr nicht so müde aussieht. Und ja, das macht ja dann damit auch mehr Sinn, finde ich. Dann habe ich mir diesen Concealer hier von Essence gekauft. Skin Level Loving Sensitive Concealer. Ich habe den jetzt bei Like a Daisy in Spring sehr häufig gesehen in ihren Videos. Das ist 10 Light, das ist die Farbe. Ich glaube auch hier, dass es der hellste Ton ist. Auf jeden Fall habe ich den aus der Theke. Und bin ich jetzt auch mal gespannt vom Ton her. Sind die beide recht ähnlich? Bin ich mal gespannt. Werde ich mal sehen. Werde ich mal austesten. Hier, glaube ich, haben wir aber nicht ganz so viel drin. Wie viel ist denn da drin? 3,5 Milliliter. Und hier haben wir 4,5 Milliliter. Also da müsste man halt mal gucken, was sich eher dann rentiert, sowohl vom Ergebnis als auch vom Preis her. Machen wir weiter mit LE-Sachen. Und zwar habe ich einmal diesen Nagellack hier von River Loves Me aus der Catching Snowflakes LE. Ich vermeide es ja momentan einfach neuen Nagellack zu kaufen, aber bei dem hier, den nutze ich eher als nochmal, um meine Nagellacks ein bisschen aufzupeppen. Also den so ein bisschen noch so einen kleinen Touch zu verleihen, damit das Ganze nochmal so ein bisschen besonders wird. Deswegen habe ich mir den jetzt gekauft, habe den jetzt schon einmal benutzt habe ich ihn und da fand ich das Ergebnis auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es glitzert sehr schön ohne diese groben Glitzerpartikel. Und ja, gerade so bei schon auf einem Nagellack mit drauf sieht das richtig, richtig gut aus. Und ja, habe ich nicht bereut, ihn gekauft zu haben. Ein weiterer dieser Nagellacke haben wir hier einmal aus der Mary Crystals, ebenfalls von River Loves Me. Und der hat hier etwas gröbere Schimmerpartikel. Ich hatte einen von Essie in dieser Ausrichtung hier und der fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Also den vermisse ich. Gerade hier zur Weihnachtszeit finde ich alles, was so mit Schnee zu tun hat, mit so Winterlandschaft, das finde ich immer ganz schön. Einfach weil es hier, wir hatten seit Jahren keinen richtigen Schnee mehr. Und das liebe ich ja. Ich liebe es, wenn es schneit. Es ist zwar nachher dann immer so eine Sauerei und der Verkehr steht still, aber ich liebe Schnee. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen daran. Ich könnte mir das vorstellen, das auf so einem
weißen Nagellack aufzutragen. Ich meine, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja, ich habe das gemacht mit einem weißen Nagellack und es sah sehr, sehr schön aus. Ich möchte es demnächst auf einem blauen Nagellack probieren. Mal gucken, wie das wird. Ich bin mal gespannt. Von Reval de Loup haben wir einmal diese LE Lots of Love und da habe ich mir diesen Lippenstift jetzt mitgenommen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Der ist schon recht auffällig. Es ist ein Rotton mit Metallic-Effekt. Und als ich ihn probeweise aufgetragen habe, ich war dann zu Hause und habe ihn aufgetragen, weil ich sehen wollte, wie ist er denn so? Und ja, weil es halt keinen Tester gab in meinem Rossmann. Und da muss ich ehrlich gestehen, dass mir das Ergebnis jetzt nicht so gut gefallen hat. Er schmeichelt mir irgendwie nicht so besonders, habe ich das Gefühl, habe ich den Eindruck. Ich muss mal gucken, mit welchem Augenlook ich den kombiniere, weil der ist, glaube ich, nicht für jedermann. Also, das ist schon etwas, was nicht jedem stehen würde. Wir haben hier einen Magnetverschluss, finde ich ganz fancy. Hätte jetzt von mir aus nicht unbedingt sein müssen, aber ja. Ne? Müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, ob der bei mir bleiben wird. Da muss ich mal schauen. Ein weiteres Produkt aus dieser LE, was mich allerdings wirklich, wirklich umgehauen hat, ist einmal diese Blush-Palette. Und wir haben hier einmal sechs verschiedene Blushes, gebackene Blushes. Ich finde die sehr klein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einfach vom Aufwand her deutlich schwieriger ist und deutlich kostspieliger ist, so eine Palette in so einem großen Format herzustellen, auch gerade wegen der Palette, die ihr später dann auch noch sehen werdet von mir, denke ich, dass die halt nur in diesem Format halt bleiben konnten. Ich habe sie noch gar nicht in Gebrauch gehabt. Ich kann euch nicht sagen, ob sie mich überzeugen wird. Dieser Ton, von dem dachte ich eigentlich, dass es mehr so ein Highlighter eher ist, statt ein Blush. Also ich könnte ihn eher so mir so vorstellen, eher als Highlighter oder als Topper zu denen hier. Also ich könnte mir vorstellen, den auch irgendwie mit dem hier zu mischen. Das ist natürlich jetzt hier so ein toller Vorführeffekt, ne? Eigentlich sind die ein bisschen pigmentierter. Finde ich auf jeden Fall schön, freue ich mich schon drauf, das zu benutzen. Kommt direkt wahrscheinlich in mein Wintershop My Stash. Definitiv eine schöne Palette. Dann kommen wir zu einem Produkt, wo ich wirklich neugierig war, ebenfalls aus der gleichen Limited Edition. Wir haben hier den Brighten Up Under Eye Cream. Und das soll ja so ähnlich sein wie der von Catrice. Wir haben hier ein Cremeprodukt. Ich habe es noch gar nicht benutzt. Oh Gott, jetzt habe ich hier Glitzer dran. Und es ist ja recht rosa, was ja auch Sinn macht, weil es soll ja so ein bisschen, ja, so die blauen Augenringe verdecken und das Ganze so ein bisschen ausgleichen. Ich weiß nicht wirklich, was der Sinn hinter so einem Produkt steckt. Ich habe jetzt schon einige Videos gesehen, wo die Person dieses Produkt in den Himmel lobt und sagt, ja, wenn ich das auftrage, brauche ich keinen Concealer und das reicht als Produkt aus. Und aber hat nicht ein Concealer, gerade wenn man ihn etwas heller nimmt, nicht ebenfalls einen ausgleichenden, einen abdeckenden Effekt? Deswegen frage ich mich, wozu braucht man so ein Produkt denn? Klar, ich könnte es unter dem Concealer nochmal verwenden, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass die verschiedenen Texturen sich nicht vertragen. Das ist halt immer so ein Risiko, was man eingeht, wenn man halt verschiedene Produkte schichtet.
Gerade so bei Cremeprodukten finde ich das immer so ein bisschen, ich muss dann immer gucken, okay, mit was kann ich das kombinieren, mit was nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will es austesten. Ich will mir auch eine eigene Meinung bilden und will einfach herausfinden, was habe ich von diesem Produkt? Was bringt es mir letztendlich? Ja? Also, ich habe es eigentlich nur aus reiner Neugier gekauft. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen was trinken. Ich merke schon wieder, wie ich heiser werde. Ein weiteres LE-Produkt ist aus dieser Mary Xmas My Dear. Das ist aus der gleichen Limited Edition wie das hier. Ich wollte mir eigentlich nur den hier kaufen, aber dann habe ich den hier noch gesehen und habe es einfach mitgenommen. Ich finde zum einen die Verpackung finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr ansprechend, aber auch das Produkt an sich. Ihr seht ja schon, es glänzt sehr schön von außen, aber keine Angst, es glänzt eigentlich nicht so, wenn ihr das auftragt. Es wackelt so ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Also hier habt ihr nur so einen ganz leichten Glow, also überhaupt nicht aufdringlich oder so. Könnt ihr auf jeden Fall sehr gut benutzen. Es riecht auch hier so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen nach Keks, ein bisschen süßlich, wie so ein Bonbon halt. Ja, also, ja. Ja, durfte mit. Dann habe ich noch zwei weitere Pflege-Lippenstifte. Nee, sogar drei. Oh mein Gott. Ja, ich liebe Lip Balms und Pflege-Lippenstifte. Oh mein Gott. Ja, wir haben hier einmal diesen Oh Yes Loving Nature Pflege-Lippenstift. Also es gibt welche, die unparfümiert sind. Dieses hier ist parfümiert. Ich kann euch nicht wirklich sagen, nach was es riecht. Es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es bis heute nicht wirklich greifen. Ein bisschen Kokos oder so, keine Ahnung. Also ich komme einfach nicht dahinter. Der Hintergedanke war eigentlich, ich habe den ich hatte, das war so einer mit Honig. Also die Ho Sorte Honig. Die habe ich meiner Mutter gegeben, weil sie einen wollte, der ihre Lippen noch mal so ein bisschen mehr pflegt, weil auch sie trockene Lippen hat immer, genauso wie ich. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe zwar Lippenprodukte, Lippenpflegeprodukte, so ist es nicht, aber keins von denen ist wirklich sehr reichhaltig. Also es pflegt die Lippen nicht wirklich so derart intensiv, dass es mir tatsächlich auch was bringt. Deswegen habe ich mir meinen eigenen gekauft und diesmal in der Variante. Die gefällt mir einfach ein bisschen mehr, einfach vom Duft her. Und ja, den benutze ich wirklich, wenn meine Lippen sehr, sehr trocken sind. Dann habe ich einen von der Eigenmarke von Douglas. Douglas bringt zur Weihnachtszeit immer auch so limitierte Sachen mit Weihnachtsmotiven raus. Und es gehört auch zu dieser Limited Edition. Da gibt es verschiedene. Es gibt eher so in diese Pflegerichtung und dann gibt es einmal in diese Make-up-Richtung solche Sachen. Und ich habe mich dagegen entschieden, von Douglas Paletten zu kaufen oder halt, die haben so zwei Mini-Paletten rausgebracht. Die fand ich sehr schön, aber dann dachte ich, ich habe die Farben schon in anderen Paletten. Ich brauche die nicht unbedingt, obwohl sie sehr schön waren. Ich hätte mir gewünscht, die mitzunehmen. Aber danach habe ich das hier gesehen und dachte, ja, wenn ich schon die anderen Sachen nicht mitnehme, dann nimmst du halt den hier mit. Super Deal, ne? Aber wir haben hier einen ganz stinknormalen Pflegelippenstift ohne groß Tamtam. Er riecht halt wie so dieser Standard-Pflegelippenstift, ein bisschen süßlich. Es ist so ein Geruch, den man schon x-mal gerochen hat. Es ist ja so typisch Lip Balm halt. Pflegelippenstift. Nichts Besonderes. Ja, benutze ich vor dem
Auftragen meines Lippenstifts, meinen in der Regel matten Lippenstifte, um einfach meine Lippen so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ein weiterer Lip Balm ist der hier von der Limited Edition von Emily in Paris. Und den solltet ihr noch bekommen. Ich finde die Verpackung einfach mega cool. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Verpackung ist so geil. Das erinnert mich an einen Eiswürfel, wo was drin ist. Und das finde ich echt cool. Ich finde es echt cool. Und wenn man sich das so ansieht, wie das Produkt da drin ist, finde ich das auch einfach mega nice. Es erinnert mich, ich könnte mir vorstellen, dass diese LE auch sehr schön gewesen wäre in der Zeit vom Valentinstag. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es nicht viele angesprochen hätte, einfach weil nicht jeder diese Serie gesehen hat. Ja. Das war auch das einzige Produkt, was ich mir aus dieser LE mitgenommen habe. Ich muss aber dazu sagen, dass. Moment. Riechen tut es fast gar nicht. Also man nimmt es so gut wie gar nicht wahr. Aber was ich ein bisschen bemängeln muss, ist, dass dieses Produkt nicht wirklich sehr reichhaltig ist. Also da habe ich schon Besseres von Essence in meiner Sammlung und muss sagen, dass das nicht so genial ist. Natürlich darf eine Bestellung bei mir nicht ohne Parfüm sein und ich habe das erste Mal bei Notino bestellt, wegen einem Parfüm tatsächlich. Ich habe eine Werbung gesehen auf Instagram. Da folge ich einer amerikanischen Seite, die dann halt so regelmäßig News raushaut zu bestimmten amerikanischen Produkten. Dazu gehört auch Parfüm dazu. Und wir sprechen hier einmal von Nina Ricci. Nina Ricci, da habe ich schon ein Parfüm davon. Das ist dieser Apfel. Und von dem Parfüm bin ich echt mega begeistert. Das ist eher ein Eau de Toilette, also kein richtiges Parfüm in dem Sinne mit einer hohen Konzentration. Und da habe ich dieses Bild hier gesehen und war neugierig auf das andere Parfüm, was ebenfalls auf dem Bild zu sehen war. Und wollte es unbedingt haben. Ich wollte es unbedingt haben, aber kein einziger Online-Shop hatte dieses Parfüm. Und dann habe ich es bei Notino entdeckt. War so ein bisschen vorsichtig, weil ich von dem Online-Shop jetzt nicht so wirklich viel gehört habe und habe mich nur gefragt, ja, keine Ahnung, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Hat aber wunderbar funktioniert, reibungslos funktioniert. Das war wie bei Douglas bestellen oder bei Flaconi oder so. Es war jetzt nichts Spektakuläres und ich habe das gekriegt, was ich wollte. Und zwar dieses Parfüm. Es gab noch weitere von Nina Ricci und hauptsächlich habe ich halt wegen diesem Parfüm hier die Bestellung getätigt. Wir haben hier den Apfel in der 50 ml Flasche und das ist die Variante Nature. Nina Ricci Nature. Und vom Duft her ist es ein sehr fruchtiger Duft, floral, fruchtig, aber eher fruchtig und sehr, sehr frisch. Also ihr könnt auch ruhig ein bisschen mehr davon aufsprühen, denn der Duft ist nicht sehr intensiv. Einige würden vielleicht sagen, dass es eher ein Sommerduft ist, aber ich habe ihn mal den ganzen Tag getragen, zumindest ich habe ihn an einem Tag aufgetragen und fand, dass man ihn eigentlich das ganze Jahr nutzen kann. Also wenn man irgendwas, was Frisches, was Fruchtiges haben möchte, es riecht ja auch teilweise nach Apfel und dann sollte man auf jeden Fall das hier aufsprühen, weil das ist so. Oh, ich weiß nicht, es gefällt mir sehr, sehr gut. Also es gefällt mir richtig gut. Und da habe ich es auch nicht bereut, es in der größeren Flasche bestellt zu haben. Die kleinere war leider nicht verfügbar. Und da habe ich mir das hier bestellt. Und dann musste ich mir natürlich zwei weitere von denen bestellen. Und dann habe ich das hier mir näher angeschaut. Das ist ein weiterer Apfel von ihr. Und das ist die Variante Rouge.
Und ich muss sagen, dass der Name schon recht gut zu diesem Parfüm passt. Es ist ein sinnlicher Duft, ein verführerischer, sexy Duft, ein floraler Duft, also eher blumig als wirklich fruchtig, frisch. Also schon ein etwas schwerer Duft, aber nicht zu schwer für meine Nase, also für meinen Geschmack. Ihr könnt es auch hier. Oh, ich habe den mal an einem Tag getragen. Ich fand den so toll und er passt auch gut jetzt zu dieser Jahreszeit, muss ich sagen. Wenn es so in diese festliche Zeit geht, ein sehr, sehr schöner Duft. Der gefällt mir sogar noch mehr als der Nature. Also schade, dass diese Eau-de-Toilette immer so schnell verfliegen. Ich finde es immer so schade. Ich frage mich, warum bietet man das immer in diesem Eau-de-Toilette an? Wenn man direkt auch gleich so ein Parfüm daraus machen kann, dann haben die Leute auch ein bisschen mehr Freude dran. Ich finde es immer so schade. Aber auf jeden Fall super Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir einen weiteren Apfel. Oh ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich werde es euch hier einblenden. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall ist das hier einmal dieser rosane Flakon. Und wir haben hier einen pudrigen Duft, einen blumigen, pudrigen, schweren Duft. Ich weiß nicht, was das ist. Leute, mir kommt der Duft bekannt vor. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise er erinnert mich an meine Kindheit so ein bisschen. Als hätte ich den schon irgendwo an irgendwas gerochen. Am Anfang, als ich diesen Duft aufgesprüht habe, als ich die gekriegt habe, habe ich die alle auf so ein Taschentuch erstmal gesprüht und habe sie erstmal liegen lassen, um zu gucken, wie sich der Duft entfaltet. Und da hat er mir nicht so gut gefallen. Also da hat er mich nicht wirklich abgeholt. Jetzt muss ich aber sagen, dass es doch mit uns was werden könnte. Also das war jetzt nicht so wie bei diesem Parfüm hier, wo ich direkt gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht antun, sondern hier denke ich, dass ich ihn zwar schon tragen würde, aber nicht zu oft. Es ist kein Duft für mich persönlich für jeden Tag. Dafür ist er mir einfach ein bisschen zu intensiv und ein bisschen zu schwer. Für diese Jahreszeit würde ich schon sagen, dass er passt. Ja. Definitiv. Also das könnt ihr auf jeden Fall euch eher in dieser Jahreszeit vorstellen, als vielleicht, wenn es wirklich eher warm wird draußen und man vielleicht eher etwas Frischeres möchte. Ja, das war's zu den Parfüms. Und jetzt machen wir weiter mit einem Highlighter. Auch aus der Limited Edition Mary Crystals habe ich hier einmal diesen Highlighter mir noch geschnappt. Ich bin aber ehrlich mit euch, ich weiß nicht, ob der bei mir bleiben wird, denn er ist recht grob. Es ist für mich nicht wirklich ein Highlighter für jeden Tag, weil er schon richtig knallt. Also das ist für mich eher ein Party-Highlighter. Und ich weiß nicht, ob wir da so wirklich beste Freunde werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, ihn auf eine Feier zu tragen. Silvester, Weihnachten, das kommt ja alles. Und da würde er sich auf jeden Fall gut machen, aber den Rest des Jahres würde er eigentlich nur rumliegen. Das fände ich mega schade. Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn mal so probeweise aufgetragen, da hat er mir gar nicht gefallen. Da war mir zu viel, vielleicht habe ich auch zu viel aufgetragen, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es nicht so gut verblendet. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter im Auge behalten und mal gucken, ob ich ihn behalten soll oder nicht. Mal sehen. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ja, bevor ich zu den Paletten komme, möchte ich euch einmal diese Schätzeleins zeigen. Ich habe hier bei Flaconi mir dieses Pinselset von Beach Cosmetics oder Beach Los Angeles, wie es jetzt heißt. Ich habe schon zwei Sets von Beach, zwei Pinselsets
Und die gefallen mir richtig gut von der Qualität hier. Die sind top. Da kann man echt nichts falsch machen. Und die kosten auch nicht so viel wie andere Pinselsets von anderen Marken. Ich habe jetzt hier nicht alle. Einige von denen sind bei mir gerade in Gebrauch. Ich kann euch momentan nur die zeigen, die ich jetzt nicht in Gebrauch habe. Und hier haben wir verschiedene Pinsel. Wir haben hier Puderpinsel, Blenderpinsel, Lidschattenpinsel, alles, was das Herz begehrt. Und hauptsächlich ging es mir eigentlich um die Augenpinsel. Das ist ja bei mir immer so ein bisschen rar, sag ich jetzt mal. Und da bin ich immer froh, wenn ich so einen Blenderpinsel habe. Aber auch so diese Puderpinsel ist eigentlich genau das, was ich immer zur Hand haben muss. Das Design ist mal wieder fancy, ja. Blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Also damit kann man wirklich nichts falsch machen. Die sind super zart. Also die sind aber auch so gut von der Qualität her. Also da seht ihr sehr, sehr selten mal so ein Haar abstehen. Also top, wirklich top. Dann habe ich mir ein Pinselset bestellt von Rival Loves Me. Das kam auch hier zu dieser Mary Crystals LE. Und auch dazu gibt es passend dieses Pinselset mit diesen Stielen, die so wie Eiszapfen aussehen sollen. Was mich tierisch gestört hat, ich habe übrigens zwei von denen gekauft, also direkt zwei mitgenommen. Ich habe sie extra bestellen müssen, weil sie in meinem Rossmann nicht verfügbar waren. Es kam dann irgendwann rein, aber dann war es schon zu spät. Und was mich tierisch an der Verpackung genervt hatte, war der Kleber. Die Stiele steckten in so Papier, also richtiger Pappe drin. Und eigentlich hätte das vollkommen ausgereicht. Die wären da so schnell nicht rausgerutscht, zumal die Verpackung eigentlich auch noch versiegelt war zusätzlich an oben und unten. Und was mich tierisch aufgeregt hat, da war halt so eine richtig fette Schicht an Kleber und ich habe die kaum abgekriegt. Ich habe da wirklich rubbeln müssen und irgendwann war es mir zu blöd. Da habe ich mein Reinigungsöl von Balea mir geschnappt und habe das damit mühsam, mühvoll abgekriegt. Ich habe mit Absicht keinen acetonhaltigen oder generell Nagellackentferner benutzt, weil ich wirklich Angst hatte, dass diese leuchtende Beschichtung damit abgeht. Und dieser Tipp hier am Rande, falls ihr euch dieses Pinselset auch gerne holen möchtet, schnappt euch dann zusätzlich auch das Reinigungsöl von Balea, könnt ihr dann zeitgleich auch für euer Gesicht benutzen zum Abschminken. Ja, finde ich auch eine tolle Sache. Wir haben zu der Glossy Flames LE auch einen Pinsel. Und zwar ist das dieser schicke Pinsel hier. Ich benutze solche Pinsel gerne unter dem Auge zum Auftragen von Puder, um mein Concealer zu versiegeln. Dafür sind die echt super. Und ich habe mir jetzt nur einen mitgenommen. Ich denke, einer reicht erstmal für mich aus, weil ich habe mehrere von solchen Pinseln. Und die Pinsel von Rival de Loup, ich finde die Verpackung immer total klasse. Ich zeige euch mal, was ich damit gemacht habe. Ich habe ja von der anderen LE, die es mal von Rival de Loup gab, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es auch einen Pinsel und ich habe diesen Papier. Streifen, der da mit drin war, den habe ich jetzt als Lesezeichen missbraucht. Genauso wie diesen Papierstreifen. Das gehört zur Verpackung dieses Pinsels. Und ich fand den so schön und eigentlich zu schade, um wegzuschmeißen. Da habe ich gedacht, ich ja, werde ihn jetzt als Lesezeichen benutzen. Gerade auch zu diesem Schätzelein hier. Ich habe mir nämlich diese schöne illustrierte Ausgabe von Harry Potter gekauft. Und da passt er aus meiner Sicht echt wie die Faust aufs Auge. Also kann man die Verpackung auch nochmal zusätzlich nutzen, wenn ihr das noch nicht habt. Jetzt kommen wir zu den Paletten. Eine Palette habe ich euch ja schon vorgestellt. Wir machen jetzt einfach mal mit den nächsten weiter.
Eine ebenfalls von BH, eine von diesen, bevor die halt von Revolution aufgekauft wurden, ist einmal diese Totally Plastic Palette. Ich habe eine andere, diese rosane. Und es gab, meine ich, auch noch eine blaue. Die finde ich aber momentan nirgendwo mehr. Also habe ich Pech gehabt. Aber die Lilane habe ich noch gefunden. Und ich muss sagen, die Töne sprechen mich auf jeden Fall sehr, sehr an, bis auf diesen hier. Das ist so ein ekliges Khaki-Braun und das mag ich nicht. Alles andere kann ich wunderbar einsetzen. Ich habe das schon geswatcht und fand die Swatches auch total ansprechend. Also es scheint wohl eine sehr gute Pigmentierung zu sein. Da freue ich mich auch schon, die zu benutzen. Die wird allerdings erst im Frühjahr in meinen Shop My Stash mit reinkommen. Einfach damit ich auch mal was im Frühling habe, ne? Ja. Ich hätte aber auch gerne die blaue gehabt. Vielleicht finde ich sie auch noch irgendwo. Mal gucken. Von River Loves Me habe ich mich für diese Palette hier entschieden. Ich fand es so toll. Das war so ein total verregneter Tag und ich war da und habe meine Bestellung mit diesen Pinseln habe ich bei Rossmann abgeholt und dann habe ich mich dann, ich hatte so einen schönen Tag mit so einem tollen Einkauf und ja, diese Palette erinnert mich jetzt daran, weil ich sie halt zu dem Zeitpunkt gekauft habe. Die Candy Pastels Palette und diese Palette gibt es im Standardsortiment. Also ihr könnt sie euch jederzeit holen. Ich weiß, dass die Pigmentierung jetzt bei dieser Palette, glaube ich, eher so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber damit habe ich auch gerechnet. Man kann jetzt nicht so das Beste vom Besten von dieser Palette erwarten, die nur 5 Euro kostet. Und ja, aber ich wollte mal eine Palette, wo die Töne so neutral sind, ein bisschen heller sind und nicht so dick auftragen. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag generell keine Paletten, die recht dunkel angehaucht sind. Sagen wir es mal so, meine Augen sind viel zu klein. Ich habe auch Schlupfleder und wenn ich zu dunkle Lidschatten benutze, dann wirken meine Augen kleiner. Deswegen verzichte ich mittlerweile darauf, zu dunkle Töne zu benutzen in Lidschattenpaletten und halte mich da tatsächlich eher an die etwas helle Variante. Was ich sehr schön finde hier an dieser Palette ist, dass wir hier eine rosane Seite haben und hier so eine violette, gräuliche Seite haben, sodass man hier schnell zu dem passenden Ton in Kombination findet. Finde ich schön. Finde ich richtig schön. So, kommen wir natürlich auch zu der Palette. Dies zu dieser Mary Crystals LE gab. Ich habe irgendwie gefühlt alle Sachen aus dieser LE gekauft. Merke ich gerade. Nee, die Lippenprodukte habe ich da gelassen. Die waren nicht so meins. Eigentlich wollte ich mir diese Palette gar nicht zulegen. Ich habe sie auf der Rossmann Seite gesehen und ich glaube, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, hat man sie zu früh hochgestellt. Diese LE, von der gab es überhaupt keine Informationen, es wurde überhaupt nicht irgendwie beworben, es kam alles sehr, sehr viel später und deswegen meine Annahme, dass die fälschlicherweise ein bisschen zu früh hochgeladen wurden. Man hätte diese Palette tatsächlich auch schon bestellen können, aber dann war sie plötzlich verschwunden und ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon irgendwie entschlossen, dass ich sie nicht kaufe. Aber dann habe ich sie in Natura gesehen und habe mich dann kurzerhand dagegen entschieden und habe sie doch mitgenommen. Auch weil ich schon einige Reviews dazu gesehen hatte und dann war es für mich klar. Also, ich mag die grünen Töne sehr gerne. Ich habe diesen Ton hier schon benutzt. Das hier habe ich schon benutzt. Ich habe diesen Press Glitter benutzt. Ich habe diese Lidfaltenfarbe schon benutzt. Und ich denke, diese etwas kühler angehauchten Farben stehen mir auf jeden Fall sehr gut. Was ich überhaupt nicht toll fand an dieser Palette, und das finde ich irgendwie total schade, weil auf genau diese Press Glitter hatte ich mich eigentlich total gefreut. Und zwar ist das
Dieser Pressgliter hier sieht schon ziemlich durchgenudelt aus. Ich finde ihn grauenvoll. Nicht wie er auf dem Auge aussah, das war in Ordnung, wobei sich das Ganze so ein bisschen abgesetzt hat. Aber was mich mega daran gestört hat, ist das Abschminken, das Entfernen dieses Pressgliters. Das war ungelogen, das war ein richtiger Kampf. Meine Augen waren total gerötet danach, drumherum. Einfach weil ich dieses Glitzer ums Verrecken nicht abbekommen habe. Das war so grausam. Das war einfach nur. Ich hatte das Glitzer in meinen Wimpern. Die haben sich in meinen Wimpern festgesetzt. Und selbst am Tag danach hatte ich dieses Glitzer, das ist mir dann von den Wimpern runtergefallen auf meine Haut und hier und da war noch so ein Flake. Das war grausam. Ich werde mich auch dafür hüten, diese Pressglitter zu benutzen. Das will ich mir nicht antun. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Pressglittern arbeite. Definitiv nicht. Aber das war mitunter die schlechteste Erfahrung, die ich mit Pressglittern hatte. So viel zu dieser Palette. Dann habe ich mich für diese Palette entschieden. Das ist aus dem Standardsortiment von Rival de Loup, die Touch of Nude Vibes Palette. Und die erinnert mich so ein bisschen an die Desert Nudes Palette von, gut, von Douglas, die ich habe. Die Töne sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf diese Palette und freue mich auf jeden Fall. Oh mein Gott, mir fällt gerade etwas auf. Oh mein Gott. Seht ihr diesen Ton hier? Scheiße, das ist der Highlighter von Riva Loves Me. Und dieser Lidschatten sieht haargenau aus wie dieser Ton hier. Oh mein Gott, das fällt mir direkt, das fällt mir jetzt erst auf. Moment, wir müssen ihn mal gucken. Wir müssen ihn mal vergleichen. Tatsache, oh mein Gott, die haben die gleiche Farbe. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Nee. Also zur Not könnte ich den als Highlighter benutzen. Mir geht gerade so. Mir geht gerade so ein Licht auf. Krass. Krass, krass, krass. Aber wir haben hier auch andere Töne in dieser Palette. Andere Schimmertöne. Und auf die bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Palette und wie sie sich macht und was wir hier zu erwarten haben. Vielleicht gefällt sie mir mehr als die von Douglas. Vielleicht sage ich aber auch, nö, tschüss. Sie hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Wir haben natürlich auch zu dieser Limited Edition eine eigene Palette. Eigentlich wollte ich sie mir gar nicht holen, denn die Farben haben mich im Tester jetzt nicht so wirklich angesprochen. Aber nachdem ich jetzt einige Reviews dazu gesehen habe, habe ich mich umentschlossen. Aber auch hier haben wir einen Press Glitter und den werde ich definitiv nicht anfassen. Was total schade ist, weil eigentlich will ich das. Eigentlich will ich ihn austesten. Und wir haben hier einen Duochrom und da kann man sich auch schon mal auf etwas freuen. Ich mag diesen Fliederton hier. Ich mag auch dieses lila Pink. Finde ich auch spannend. Eine sehr, sehr niedliche, kleine, süße Palette. Ja. Wird getestet. Auf Nieren geprüft. So, diese Palette hat mir auch angetan, weil als ich im Rossmann da war, da hatten die gerade die Aufsteller, die ganzen Limited Editions, aufgestellt. Ich war da eine der ersten und hatte alles in voller Pracht gesehen und ich war so geschockt. Ich war so geschockt von diesen tollen Produkten. Ich habe die gesehen und habe dann gesagt,
Ich nehme sie mit, ohne groß nachzudenken. Ich glaube, das war bei dieser Palette tatsächlich so ein bisschen ein Fehler. Wir haben hier noch einen Pinsel mit drin, den habe ich meiner Mutter gegeben, weil, ja, meine Mutter interessiert sich jetzt mittlerweile auch für Make-up und ja, damit konnte sie auf jeden Fall was anfangen und die Pinsel scheinen sehr gut zu sein. Also, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall diese Palette holen. Was mich an dieser Farbzusammenstellung ein bisschen stört, wir haben bis hier schon eine Zusammenstellung an Farben, die auf jeden Fall Sinn macht. Daraus könnte man direkt einen Look damit schminken. Aber dann kommen wir zu diesem Part hier und zu diesem Part hier. Das macht für mich tatsächlich nicht so wirklich Sinn, weil wir haben hier einen recht kühlen, dunklen Ton und daneben eher schon so einen wärmeren Ton. Der hier ist wiederum ein bisschen kühler, also und das Gold macht für mich tatsächlich hier überhaupt keinen Sinn. Also ich wüsste noch nicht mal, mit was ich diesen Press Glitter benutzen würde, wenn ich Press Glitter benutzen würde von dieser Marke hier. Aber es macht für mich nicht wirklich Sinn. Die Anordnung, die erinnert mich an diese Naked-Paletten, die haben ja auch diese Blechverpackung, sage ich jetzt mal. Und ich habe erfahren, dass es weitere von diesen Paletten schon mal gab. Und ich finde es total traurig, dass mir das entgangen ist. Aber damals habe ich mich einfach nicht geschminkt. Ja. Damals habe ich mich einfach nicht dafür interessiert. Wir machen mit einer weiteren Palette und das ist diese hier. Lovely heißt die Firma und das ist Cupcake Eyeshadow Palette. Es gab noch andere von dieser Marke und auch diese hier habe ich zusammen mit der Moore Academy Palette auf Notino bestellt. Und es ist eine Palette mit Pastelltönen. Finde ich super, super schön. Wir haben hier sehr viele Schimmertöne. Eins, zwei, nee, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schimmertöne. Zwei Pressed Glitter. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs matte Töne. Tolle Zusammenstellung. Die könnte ich mir sehr, sehr gut im Frühjahr vorstellen. Im Frühling, wo das alles dann schon ein bisschen so wieder ein bisschen zarter wird von den Tönen hier. Das könnte ich mir auch vorstellen, wobei hier auch die Glitzerpartikel sehr grob sind. Ich glaube, da traue ich mich nicht dran. Nee, irgendwie. Nee. Ich glaube nicht. Aber es ist natürlich schön. Es ist so ein bisschen duochrom-mäßig. Ja, muss aber nicht unbedingt sein, ne? Muss nicht sein. Genau. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf auf diese Palette hier. So eine schöne bunte Palette. Sowas mag ich ja auch total gerne. Und ja. Wir kommen jetzt zu meinem letzten Produkt, zu meiner letzten Lidschattenpalette. Und das ist die von Lavera Signature Color Collection. Und wir haben hier die Variante Pure Pastels. Es sind genau vier Lidschatten drin mit einem zusätzlichen Spiegel. Die Aufmachung ist total süß, total niedlich und wir haben hier schöne Töne, gerade so dieser Fliederton, das spricht mich total an. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, diese Palette zu benutzen. Diese drei scheinen Schimmertöne zu sein. Wir haben hier einen matten Ton zum als Übergang. Und damit könnte ich mir vorstellen, einen richtig schönen Look zu schminken. Was mir nicht an dieser Palette gefällt, ist der Preis. Ganze 10 Euro für diese vier Lidschatten. Und die sind noch nicht mal wirklich groß von den Pfännchen. Also hier habt ihr sehr, sehr kleine Pfännchen. Und für 10 Euro muss ich tatsächlich sagen, dass mir das nicht so gut gefällt. Ja, ich wollte sie mal austesten und werde sie auf jeden Fall auch da eher im Frühjahr benutzen, weil sie am besten von den Tönen her dazu passt. So, und wenn ihr bis dahin jetzt, bis hierhin bei mir geblieben seid, dann vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Haul mit mir durchgestanden habt.
dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und mir dabei zugeschaut habt, was ich so alles erbeutet habe. Und ich hoffe, meine Ausbeute hat euch gefallen und ihr habt so ein paar Sachen gefunden, die euch ebenfalls interessieren. Dann könnt ihr sie euch auf jeden Fall holen. Vielleicht habt ihr auch eine Geschenkidee gefunden und wisst genau, dass ihr nicht mehr lange suchen müsst, dass ich euch die Arbeit erleichtert habe. Dann freut es mich natürlich, dass ich euch helfen konnte und ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.